In Fährtenarbeit Teil 2 geht es um das Fährtenlegen und um die Fährtenarbeit. Voraussetzung ist ein suchwilliger Hund und die Hilfsmittel aus Teil 1. Gezeigt wird vor allen Dingen, wie man mit dem Fährtenarbeiten beginnt. Diese Grafik soll schematisch den Aufbau der Fährte darstellen. 100 Meter am Anfang genügen. Der Fährtenabgang wird deutlich markiert. Ein künstlicher Anschuss im Durchmesser von 2 Meter ist der Beginn der Fährte. Dabei wird der Schweiß spiralförmig ausgebracht. Im weiteren Verlauf der Fährte kann man noch ein Wundbett anlegen. Wichtig! Zu Beginn sollte die Fährte dem Hundeführer bekannt sein. Nur so kann ich den Hund wirklich fährtenrein einarbeiten. Deshalb ist es auch enorm wichtig, die Fährte entsprechend zu kennzeichnen. Am Ende unserer Fährte bringen wir die Decke in einen Käfig. Wir können so verhindern, dass der Hund sich durch Knautschen selbst belohnt oder dass er die Decke davonträgt. Die erste der drei hier gezeigten Möglichkeiten zum Legen einer Fährte erfolgt mit dem Schalenstock. Kleinste Spuren der Schale und die Bodenverletzung bilden hier die Fährte. Eine weitere Alternative ist der Tupfstock. Da man die Menge des ausgebrachten Schweißes sehr gut dosieren kann, lässt sich der Schwierigkeitsgrad beliebig variieren. Eine einfache und sehr saubere Methode ist die hier gezeigte Spritzmethode mit einer Senfflasche. Auch hier wieder ein spiralförmiger Fährtenbeginn. Es ist wichtig, darauf zu achten, nicht in die Schweißfährte zu treten. Über die Schuhe verteilt sich sonst der Schweiß über das Übungsgelände und verringert die Qualität der Übung. Was tut man bei einem nicht suchwilligen Hund? Von unserer vorbereiteten Decke schärfe ich einen Rehlauf ab, befestige eine Schnur daran und benetze den Lauf mit ein wenig Wasser. Den Bewegungsreiz ausnutzend versuche ich, die Aufmerksamkeit des Hundes auf den Rehlauf zu lenken. Dann wird mit dem feuchten Rehlauf eine Schleppe gezogen. Anschließend wird die Schleppe mit der Schweißleine nachgesucht. In der Regel hat sich die Erfahrung mit dem bewegten Rehlauf eingeprägt und der Hund sucht freudig nach. Hat der Hund gut mitgemacht, ist er jetzt bereit für die Fährtenarbeit. Gewöhnen Sie sich von Anfang an das Ritual an, den Hund vor dem Anschuss abzulegen. Steigern Sie die Neugierde des Hundes, ziehen Sie die Luft laut durch die Nase und inspizieren Sie den Anschuss. Legen Sie die Schweißhalsung an und geben Sie dem Hund Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Leine den Hund nicht behindert. Nützen Sie die Gelegenheit, wenn der Hund verweilt, die Leine ein wenig einzuholen. Jedoch drücken Sie den Hund nicht weiter. Sollte sich die Leine um ein Hindernis wickeln, lassen Sie die Leine fallen und greifen Sie sie nach dem Hindernis wieder auf. Wichtig für die fährtenreine Arbeit. Entfernt Ihr Hund sich weiter als 5 bis 6 Meter von der Fährte, warten Sie, bis er zurückgekehrt ist. Erst dann gehen Sie weiter. Und achten Sie darauf, dass Sie ihm nicht mehr als 6 Meter Leine geben. Am Ziel angekommen wird der Hund kräftig gelobt. Ja, so bitte, brav. So bitte. Je nach Temperament des Hundes können Sie auch den Käfig öffnen und den Hund an der Decke schnuppern lassen. Dann kehren Sie auf der Fährte zurück zum Ausgangspunkt. Besser noch als hier dargestellt wäre es, gemeinsam mit dem Hund und der Beute zurückzukehren. Eine Steigerung wäre jetzt noch Verleibfährten mit hinzuzunehmen. Dazu benötigen wir eine Fuchslunte oder einen Hasenbalg.
Der Balg wird wieder mit einer Schnur versehen und angefeuchtet. Durch das Wasser können die Geruchsstoffe leichter auf den Boden übertragen werden. Bringen Sie zuerst die Verleitfährte aus und anschließend die Schweißfährte. Ansonsten würden Sie mit dem Balg den Schweiß über das Übungsgelände verteilen. Lässt sich der Hund verleiten, bleiben Sie stehen, begrenzen Sie die Leinenlänge auf ca. 6 Meter und warten Sie, bis er zurückgekehrt ist. Hat der Hund diese Aufgaben gut bewältigt, kann man beginnen, die Fährten von anderen Personen legen zu lassen, so dass sie dem Hundeführer nicht bekannt sind. Noch besser wäre es, die Fährten von zwei verschiedenen Personen legen zu lassen. So kommt der Hund nicht ins Trailen, das heißt, er verfolgt nicht die Spur der Menschen, sondern muss sich wirklich auf den Schweiß konzentrieren. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß bei der Fährtenarbeit.